Oh mein Gott, Leute. Ich wollte gerade zum Penny, aber der hat von Montag. Das kann nicht sein, weil Montag war ich noch da. Also Montag 18 Uhr, okay. Bis Mittwoch hat er zu. Donnerstag hat er erst wieder offen. Das heißt, wir müssen zum Lidl da drüben. Einmal war ich da schon. Ist ganz okay. Aber leidend. Heute kein Penny, Leute. Ansonsten gibt es ein paar Sachen, über die wir reden können. Niantic hat die Geschenke reduziert, genervt. Da kommen nicht mehr so krasse Sachen raus. Und ein bisschen was über Dortmund und was uns sonst noch so einfällt. Aber jetzt erstmal zum Lidl. So, wieder zu Hause angekommen. Ich habe doch nichts mehr gedreht. Hab mir so überlegt, eigentlich reicht das auch nicht für ein Video. Und zwar, die Items wurden geändert. Es kommen jetzt einfach weniger Sachen draus. Anstatt 10 Sanana nur noch 2 und so. Anstatt 5 Ultrabellen nur noch 1. Also drastisch gesunken. Aber es waren auch echt zu viele Items in den Geschenken. Zweitens, neuer Monat, sprich neue Quests wurden angekündigt. Und auf dem Bild ist halt Galaxo. Dementsprechend glauben manche, dass Galaxo kommt als Quest. Was ich sehr hart feiern würde, weil mir fehlt immer noch ein 100er. Das heißt, den könnte ich jagen. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Dementsprechend habe ich noch ein anderes Thema vorbereitet. Und zwar, dadurch, die haben jetzt ja die Geschenke genervt und die Items reduziert. Und man muss sagen, zu Recht, es war gerechtfertigt. Da waren echt zu viele Geschenke drin, zu viele Items in den Geschenken eher gesagt. Ein anderes Thema, das hat Chilling auch angesprochen, das wahrscheinlich demnächst auch genervt wird. Und zwar kriegt man pro Freund, den man macht, also die erste Stufe, 3000 EP. Okay? Warte mal. So. Wir schauen uns mal meine EP an, weil das werden wir jetzt gleich ausprobieren. Und noch ein paar andere Sachen. Auch den Zeitweg und so. Ich habe genau 92.334.000. Merkt euch die 4 vor allem. Okay, weil wenn ich jetzt einen neuen Freund annehme und ihm mindestens ein Geschenk gebe oder annehme, dann würde ich theoretisch die Stufe erreichen und 3000 EP bekommen. Ich probiere es mal mit Glücksei, ob man dann 6000 EP bekommt. Und dann könnte man theoretisch einfach nur die Freunde farmen, alle annehmen, 200, Geschenke annehmen, Geschenke verteilen, die EP absahnen, die Freunde wieder löschen und dann einfach 200 neue Leute suchen. Also für mich ist das ganz leicht, weil ich kriege so viele Anfragen. Aber es gibt auch in den ganzen Gruppen Leute, die das machen. Und da findet man genug Codes. Und immer wieder kann man da seine Freundesliste füllen. Aber wir probieren das jetzt erstmal aus. Keine Angst, Glücksei wird nicht verschwendet. Ich habe eh vor, noch ein paar Sachen zu entwickeln, weil ich brauche ein bisschen Platz für Dortmund. Jetzt dann am Wochenende, ist ja bereits. Da kann ich noch ein paar Sachen entwickeln und dann meinen Beutel freimachen, damit ich ein paar Sachen in Dortmund fangen kann. So, ihr habt euch die Zahl am Ende gemerkt, das waren eine 4. Und jetzt gehen wir hier mal meine Freunde runter und nehmen ein Geschenk an. Ich hoffe, ich habe noch welche, genau. Zum Beispiel hier vorn. Nehmen wir mal Luke. Das ist der Luca aus Unterföhring. So, nehmen wir sein Geschenk an. Spätheimkehrer, ja, die Arena kennen wir. Da habe ich auch schon ein paar Raids gedreht. Unter anderem einer meiner letzten Versuche auf ein Shiny Kyogre. So, ihr seht, nur noch ein Beleber, nur noch 3 Pokébälle. Und das war's. So, erste Stufe erreicht. Okay. Aber EPs sind noch nicht da, die kommen immer mit Verzögerung. Ihr seht immer noch die 4 am Ende. Man muss warten, bis oben diese, genau, diese Nachricht kommt. Wenn die da ist, dann kommen auch die EP. Jetzt schauen wir nochmal die EP an. Und 0. Ich habe 6000 EP gerade für den bekommen. 6000 EP. So, machen wir das noch ein bisschen. Da waren noch ein paar. Ich habe heute schon ein paar Geschenke angenommen. Dementsprechend kann ich nicht jetzt einfach 20 neue Freunde machen und die auf die erste Stufe bringen. Aber Snox kann ich zum Beispiel noch annehmen. So. Und ihr seht, worauf ich hinaus will. Man kann das so hart abusen und ausnutzen und einfach nur EP farmen. So, man kann halt nur 20 Geschenke pro Tag annehmen, aber ihr könnt ja Geschenke an die Leute schicken. Und so könnt ihr auch auf die erste Stufe kommen und dann auch, wenn ihr Glückseier habt, 6000 machen. Wenn nicht, dann macht ihr halt einfach nur 3000. Aber ist egal, also 3000 ist auch eine Menge. Und Geschenke verteilen kann man, glaube ich, unendlich viel. So, schauen wir uns das nochmal an.
Wir hatten jetzt dann eine 0 am Ende. Jetzt müssten wir dann eine 6 haben. Und dann habe ich einfach gerade in 2 Minuten 12.000 EP gemacht. Ja, 6. Zu krass. So, nehmen wir noch ein paar Leute an. Ich denke, oder ich hoffe, oder ich vermute, ups, nee, da nicht, dass Niantic das auf jeden Fall noch ändern wird und abschaffen wird, weil damit kann man so hart EP ausnutzen. Okay. Also mich fragen Leute immer, Hong, wie macht man am leichtesten, am schnellsten EP? Und ich sag immer, es gibt keinen Trick. Du musst einfach rausgehen, farmen und Spaß haben. Und so macht man halt die EP. Und ja, jetzt gibt's aber echt einen Trick. Und zwar der Freundescode-Trick. Ich muss noch einen geilen Namen erfinden dafür. Ihr wisst, ich bin der Erfinder der Namen, Purge Knight. Auch wenn ich nicht mehr die Rechte dafür habe. Triggern. Und jetzt dafür muss ich auch noch einen Namen erfinden. Aber ja, zu krass. Ich mach das jetzt, bis ich mein Geschenklimit erreicht habe. Starbucks. Es gibt aber keine Starbucks-Stops in... Ah doch, vergiss es. Ich dachte, das wäre gesponserter Starbucks-Stop, aber es gibt ja auch normale Starbucks. Oder? Bin mir gerade nicht ganz sicher. So, auf jeden Fall. Wollte ich sagen, ich mache das jetzt, öffne so viele Geschenke, bis ich mein Limit erreicht habe. Dann setze ich die Zeit nach vorne und schauen wir mal, ob sich das resettet. Müsste eigentlich schon. Dann könnte ich theoretisch wieder 20 neue Freunde annehmen. Was eigentlich kein Vorteil ist, weil das könnte ich auch morgen machen. Aber man hat mir dann gesagt, wenn ich die Zeit dann wieder zurücksetze, dann wird es wieder resettet. Und dann könnte man theoretisch immer vor und zurück und vor und zurück. Das wäre aber, glaube ich, zu hart. Das geht, glaube ich, sicher nicht. Wobei, ich habe jetzt wahrscheinlich nicht nochmal genug Anfragen, dass ich dann die Zeit vorspulen kann und dann da 20 Geschenke abholen kann. So viele habe ich wahrscheinlich gar nicht. Muss man wahrscheinlich hier jetzt ein paar Freunde annehmen und hoffen, dass dann ein paar mir jetzt in den nächsten paar Minuten Geschenke schicken. So, Conbroker haben wir noch. Und dann war es das eigentlich auch schon. Wie gesagt, ich muss ein paar Leute jetzt annehmen und hoffen, dass sie mir Geschenke machen. Aber wir können dann gleich mal die EP abchecken. So, erstmal muss diese Benachrichtigung kommen. Genau, Max von Boom. Bam. Mio 11. Bam. 12.000 Punkte. Und Conbroker. 18.000 Punkte, Mann. Für diese drei Freundschaftsanfragen. Checken wir nochmal die EP ab. 364.000 habe ich jetzt. Echt krass. So, ich habe ein paar Leute auf Twitter gefragt. Beziehungsweise ich habe einfach was getweetet. Und jetzt haben wir unser Limit erreicht. Unser Tageslimit, haben jetzt 406.000, also 92.406.000, was echt heftig ist. Jetzt gehe ich raus, spule die Zeit nach vorne, drehe die Zeit nach vorne und dann schauen wir, ob wir neue Geschenke annehmen können. Müsste schon gehen. Und dann haben wir, ach egal, ich mache das erstmal und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe die Zeit vorgespult, vorgedreht auf Peking-Zeit. Und jetzt schauen wir mal, ob ich paar neue Geschenke annehmen kann. Also erstmal natürlich nochmal ein Glücksei anzünden, weil falls es funktioniert, dann lieber doppelt DP dafür. So. Ich krieg paar Anfragen hier durch die Twitter-Nachricht. So. In Peking ist es gerade 3.51 Uhr. Und bei uns ist es 21.51 Uhr. So. Sandy Nina. Erstmal danke an alle, die mir gerade helfen. Ich muss euch danach leider löschen wieder. Aber trotzdem vielen Dank. Und tatsächlich, ich hatte mein Limit erreicht. Hätte ich euch zeigen sollen. Jetzt, aber ihr könnt mir glauben, ich habe mein Limit erreicht. Und jetzt ist es der neue Tag. Das ist Nummer 1. Dann. So. Mal schauen, ob ich überhaupt genug neue Leute habe. Das ist Nummer 2. Also das mit dem Vorspulen
Vorsätzen der Zeit, das war klar, dass das funktioniert, weil für Raids und Arenen und Gold und Quest funktioniert das ja auch immer. Dann seht ihr auch gleich mal die EP. Wir sind gerade bei... Ups. Ah, die EP zeige ich euch dann gleich nochmal. Ich nehme so viel an, wie es geht, und wenn nicht, dann nehme ich noch ein paar von meinen normalen Geschenken an. Weil wir wollen ja auch noch testen, was passiert, wenn ich die Zeit wieder zurücksetze. Ob ich das dann nochmal machen kann. Das war Nummer 3, gell? Nummer 3 oder 4? Naja, wir werden es gleich sehen. Ich glaube, das ist Nummer 4 jetzt. Das kann auf jeden Fall noch ein Weilchen dauern, bis ich... Ups. Alle 20 durch habe. So, ich habe das Limit erreicht für den nächsten Tag. Ich zeige es euch mal schnell. Ach egal, irgendein Geschenk. Dann könnt ihr es sehen. Wir haben auch ein paar EP gemacht. Hier, Limit erreicht. Problem ist, diese Benachrichtigung oben kommt nicht mehr. Das ist seit einer Weile irgendwie tot. Und die EP kriegt man nur, wenn da oben auch steht, ein Level erreicht oder das nächste neue Freundeslevel erreicht. Ansonsten kommt die EP nicht an. Das heißt, wir haben gerade von den 20 Anfragen nicht alle EP bekommen. Vielleicht kommt es noch, aber bisher sieht es schlecht aus. Ich zeige euch mal, wie viel EP wir gemacht haben. Weil ein bisschen was haben wir auf jeden Fall gemacht. Aber wie gesagt, dann auf einmal kam diese Benachrichtigung gar nicht mehr. Wir haben jetzt 443.000. Aber wie gesagt, die Benachrichtigungen sind auf einmal gestorben. Weiß nicht, woran das liegt, aber... Ja, die kommen irgendwie auch nicht mehr. Naja, auf jeden Fall setze ich die Zeit jetzt zurück und dann schauen wir mal, ob ich wieder Geschenke öffnen kann. Weil dann könnte man hin und her springen. So, da sind wir wieder. Zeit wieder auf normal gesetzt. Und jetzt schauen wir mal, ob ich noch Geschenke annehmen kann. So. Oder wieder Geschenke annehmen kann. Und... Nee, also das geht nicht. Man kann zwar vor, so wie immer, für Raids, für Arenen, für Münzen, für Quests und so, aber man kann da nicht wieder nochmal zurück. Weil jetzt bin ich ja wieder in der Gegenwart und für heute habe ich ja schon mein Limit erreicht von 20, also das geht nicht. Jetzt habe ich aber auch mein Limit von 20 für morgen erreicht. Aber interessant. Und ja, das mit den EP hat sich nicht gebessert. Die Benachrichtigungen sind nicht nochmal gekommen. Das heißt, EP verpasst. Aber vielleicht ist das auch von Niantic so gewollt, dass die da eine EP-Sperre machen, ein Limit für EP, die man machen kann. Weil hier kommt gar nichts mehr an. Probiert es am besten selber aus und gebt mir Bescheid, ob es da ein Limit gibt, was EP angeht. Und dann muss man vielleicht wieder eine Weile warten, bevor es wieder geht. Auf jeden Fall, das war's von mir. Viele wollten, dass ich das mal ausprobiere. Jetzt haben wir es getestet. Wir haben es gesehen. Ey, das ist echt abnormal, wenn Niantic das nicht ändert. 6000 EP mit Glücksei pro Freund fürs Nichtstun. Also du kannst einfach den ganzen Tag hier rumsitzen, irgendwelche Codes annehmen aus dem Internet, aus den ganzen Gruppen und dann deine EP machen. Ganz ehrlich, das ist schon heftig. Neuer Trick, um EP zu machen. Nutzt ihn noch aus, bevor Niantic das ändert, weil die werden das sicher ändern. Aber das war's von mir. Schickt mir eure Anfragen, damit ich 6000 EP machen kann. Und ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.